Zurück im Krater in Vanaheim geht es weiter. Wir sind jetzt hier nachts unterwegs und gucken, dass wir den Drachen vielleicht mal loswerden und Brigia vielleicht finden. Moin, hier ist Angelus. Willkommen zurück zum Let's Play von God of War Ragnarök. Und vielen, vielen Dank für die tägliche Unterstützung und den Daumen nach oben in der letzten Folge. Freut mich, dass einige noch hier Spaß haben beim Zusehen, auch bei Folge 91. Aber das Spiel ist einfach auch gut. Behalt ihn am besten, bis wir wissen, wozu er gut ist. Ja, ich habe nicht vor, den jetzt wieder wegzuwerfen, Mimir. Grandioses Spiel. Und das Let's Play ist natürlich noch viel besser. Alles Spaß, Leute. Skarabäuskäfer an der Wand. Okay, das ist jetzt aber... Ist das Drachenterritorium? Eingekesselt! Ich bin eingekesselt. Komm, ist... Oh, das purpurrote Grauen. Gleich in den Bosskampf reingestapft. Ja, danke. Weiß halt immer nie, ob er jetzt einen Nahkampfangriff macht, ob er vielleicht Feuer macht. Au, der schnappt aber dreimal hintereinander zu. Oh, ich hab keinen Wiederbelebungsstrein mehr. Den habe ich in der letzten Folge ja schon gegen den Springer benutzt. Das ist natürlich ärgerlich. Okay. Hat mich aber gerade auch wieder echt überrascht. Jetzt, okay, jetzt habe ich volles Leben. Dass ich jetzt hier sofort gegen den Drachen kämpfen muss schon. Aber gut, dann nervt er mich wahrscheinlich nicht mehr danach, wenn ich weiterhin eher erkunde. Vielleicht gar nicht so schlecht. Eingekesselt! Jupp. Wo ist meine Axt? Jetzt kommt Feuer, ne? Na komm, bei Feuer macht er jetzt nur da vorne hin. Na, das ist jetzt nicht. Okay, viel Schaden war das nicht. Okay, er beißt immer mehrmals. Haut er ab? Ne, er macht Feuer wahrscheinlich. Feuer, Feuer, Feuer. Vater, pass auf! Okay, hinstellen. Du und brennst, Kratos! Hinstellen geht vorbei. Blocken? Keine Chance. Muss schon wegrollen. Feuerwechsel! Reicht jetzt mit Feuer. Komm wieder runter. Wie lange brennt denn das hier noch auf dem Boden, ey? Ah, ist aus. Führen Sie Distanzangriffe auf die Schwachstellen des Drachen aus, um ihn zu Boden zu schlagen. Okay. Ich kriege ihn also so nicht runter. Ich hab ihn getroffen. Jetzt weiß ich nicht, wo er ist. Da. Auf die Schwachstellen, weißt du? Also, ob ich jetzt hier Schwachstellen von ihm sehe. Ah, danke schön. Ah, wo ist er? Ein bisschen Rage rausballern. Ja, du bleibst schön hier. Immer dieses Wegfliegen. Erwischt. Achtung! Ah, da ist er wieder.
Nein, komm schon. Hm? Huiuiui. Oh, knappes Ding. Hatte keine Heilung mehr. Kein nichts. Kein Auferstehungsstein. Einfach mal fast Filet draus gemacht, ey. Jetzt müssen wir nur noch Pilgit finden. Ja. Wir sollten im Krater nach weiteren Drachen zum Jagen suchen. Klar, es gibt noch mehr. Ja, die Welt heilen wollen. Die Welt heilen. Es gibt noch mehr Drachen. Den sind wir auf jeden Fall los. Aber wie knapp am Ende. Lebensbalken leer, Ragebalken auch leer. Kein Wiederbelebungsstein. Amulettzauber, Wannerheims Standhaftigkeit. Erhöht Kratos Nahkampfschaden gegen Gegner mit Statusbefall, basierend auf seinem Glück. Kunstleder, Drachenklaue. Also um die Drachenrüstung weiterhin zu verbessern. Frostflamme, Waffenverbesserung. Damit kann die Leviathan-Axt verbessert werden. Oh, auch wieder eine Stufe mehr dafür. Müsste ich, da ist ein Weltenriss. Müsste ich dann danach auch mal wieder zurück zu Brock gehen, um die Axt an Stufe aufzuwerten. Richtig nice. Guckt ihr das mal an, ey. Das war der vorletzte. Also hier in dem Gebiet. Nummer 4 von 5. Toll, Kater. Und ein weiterer dieser Kristalle. Sogar zwei waren da drin diesmal. Hat sich voll gelohnt. Weltenriss, kommt da noch was raus oder nur eine Belohnung jetzt nach dem Drachenkampf? Ah, ist wieder ein Kind. Dann fehlen mir danach nur noch zwei. Zwei von den Weltenriss-Babys. Du hast ihn! Vier von sechs. Meister Kratos, du hast fantastische Arbeit geleistet. Ich brauche deinen Zuspruch nicht. Oh. Doch. Oh nein, ich habe dich beleidigt. Oh nein! Du hast ihn wohl verletzt. Ja. Weltenstaub 40, Alter. Lindwurmschuppen. Waffenverbesserung, Sturmfunke für den Speer. Aber da brauche ich noch ein paar mehr von. Können wir da schon klettern? Sieht so aus, oder ich muss das aufspringen. Okay. Doch schon klettern. Nice. Asgard-Baren mal wieder. Hier drüben. Hey, moin. Er lebt also wirklich noch. Sieht auch noch ganz gut aus. Nicht stark verletzt. Oh, vielen Dank. Nein, danke dir. Du hast uns auf dem Boot gerettet. Stimmt's, Vater? Es war töricht. Aber willkommen. In der Nähe ist ein mystisches Tor. Aber ich habe keinen Stein dafür. Wir schon. Dann können wir ihn nach Hause bringen. Unglaublich, dass du den Sturz überlebt hast. Wie hast du das geschafft? Ich bin gerollt. Wir reden später. Natürlich ist er gerollt. Natürlich. Da ist der Herrsch, den ich auch schon von Weitem gesehen habe. Vielleicht kann Atreus mit ihm reden. Da ist so ein großer Kristall, ey. Krass. Brigir, wo ist er denn jetzt? Ich schicke dich durch das Tor. Ich habe keine Verwendung dafür. Vielleicht sehen wir uns im Lager. Und dann hoffentlich auch unter anderen Umständen.
Hat er mir die Raketen-Dings gegeben? Pyromaschine? Für Vanaheim, Quest abgeschlossen. Gibt so, viele Erfahrungspunkte. Hier geht es jetzt sicher. Wir können gehen. Nein. Oder weiter erkunden, wenn du willst. Ja, weiter erkunden. Ein Schildzusatz hat er mir gegeben. Rundschild der neuen Welten. Geringe Glückschance, eine Weltenverschiebung auszulösen, die Gegner in der Nähe vorübergehend verlangsamt, wenn ein Angriff pariert wird. Auch interessant, das Ding. Ich habe bei mir immer noch das hier, vergrößert das Zeitfenster für Paraden mit Abwehr plus 18. Und wie viel haben wir hier? Abwehr plus 18 und Glück. Könnte man Glück noch ein bisschen mitnehmen. Frage, ob ich das Parieren dann wieder hinkriege, weil das Zeitfenster sich dann wieder verändert. Aber wenn man pariert und dann wird die Zeit verlangsamt, ist natürlich auch cool, um noch schön viel Schaden dann aus dem Gegner rauszubringen. Ich werde es mal reinpacken und gucken, wie sich das damit spielt. Kann ja immer noch wechseln, wenn es nicht funktionieren sollte für mich. Eichhörnchen, auch hier, der rote. Großer, der Boss braucht deine Hilfe, um einen Hirsch zurück zum Weltenbaum zu bringen. Wohlgemerkt, der Boss, nicht ich. Mir geht's klasse. Hab mir den Bauch mit Hirschfutter vollgeschlagen. Ich genieße das Leben, aber ja, sprich mit ihm in der Zwischenwelt, wenn du gerade Zeit hast. In der Zwischenwelt. Ein Hirsch für alle Jahreszeiten. Der soll zum Weltenbaum? Mit Ratatöskr sprechen. Okay, dann werde ich mal mit ihm sprechen, weil der Hirsch ist ja hier schon. Und da drüben auf der anderen Seite ist der Blitz. Okay, in der Zwischenwelt. Warum darf ich nicht schneller gehen? Danke. Also hier? Da ist ja der Weltenbaum. Ist egal, wo ich hingehe. Kann da mit dem reden oder so? Odins Augen. Ich reise einfach mal da irgendwo hin, um in die Zwischenwelt zu kommen. Hoffentlich klappt das. Geh noch dahin. So. Mimir, hätte ich nicht aus Versehen Fendis Seele in mein Messer versetzt, wäre er nach seinem Tod ins Licht von Alfheim gegangen, oder? Ja, wäre er ein Gott oder ein Mensch, der im Kampf fiel, hätte ihn eine Walküre nach Valhall oder Folkwanger gebracht. Wäre er ein Mensch oder Gott, der außerhalb des Kampfes starb, käme er nach Helheim. Aber Fenrir war ein Wolf, also wäre seine Seele zu all jenen in Alfheim gekommen. Wie Mutters. Ja, wie die deiner Mutter. Okay. Ich glaube, hier kann ich nicht mit Ratatest sprechen. In der Zwischenwelt, oder? Nee, ich muss das bei Sindris Haus machen. Ätzend. Ich weiß nicht, wenn ich da hingehe, ob ich dann die Hauptgeschichte trigger. Lass mich unsere Axt für dich verbessern. Ist ja nicht auszuhalten, wie sie aussieht. Genau, machen wir das gleich. Was soll's jetzt sein? Leviathan-Axt auf Stufe 6. Also das ist eine Axt. Habe ich gesehen. So. Selbst die Achse auf 6 bringt mich noch nicht oben auf 7 komplett hoch. Und pass auf dich auf. Kann ich das Schild vielleicht noch verbessern, was ich gerade gekriegt habe? Nee, glänzende Legierung 6 Stück brauche ich dafür. Und mein Ansturmschild? Nee, das ist ja was anderes. Der Schildzusatz. Rundschild der neuen Welten, das habe ich gerade drin. Brauche ich aber auch glänzende Legierung für. Ach, bin ich hier der Depp vom Dienst oder was? Ja, bist du. Na, ich würde die Quest beim Krater echt gern abschließen, deswegen gehe ich mal kurz hier hin, zu Sindris Haus zurückkehren. Hoffe, dass ich dann danach, oder wenn ich das Haus nicht betrete, dass die Quest dann nicht gestartet wird. Also gehe ich nur hier hin und rede mit dem Eichhörnchen. Ja, ich habe in Odins Bibliothek darüber gelesen, wofür das Gjallarhorn gedacht ist. Ach. Von einem Gott geblasen, klingt es durch alle Welten und harmonisiert den Raum zwischen ihnen.
Cool. Liest man es etwa bei Tirs Tempel? Werden alle Weltentürme des Reiches auf einmal geöffnet? Oh. Eine ganz schöne Schwachstelle. Warum hat er es nicht einfach zerstört? Mhm. Manche Artefakte widerstehen der Zerstörung. Tja, wir sollten Freya davon berichten. Ja. Und dann auch noch jemanden wie Heimdall das überlassen. Komm mal her! Ja, ich komm ja. Lindwürmer in deiner Falle hast, ruf den Boss und gib sie ab. Oder willst du sie herumtragen? Naja, ich habe ja nur einen dabei jetzt. Ah, gut. Ich muss dich um etwas sehr Wichtiges bitten. Ja, deswegen bin ich hier. Wie gewünscht. Der hier hat eine starke Persönlichkeit. Zum Glück kenne ich mich damit gut aus. Okay. Sprich. Der Baum ist ziemlich überwuchert. Und? Und wenn er zu wild wächst, besteht die Gefahr, dass die Äste herunterfallen. Was nicht ideal ist, da sie ja die ganzen Welten halten. Ich bin kein Gärtner. Was für ein Schock. Nein, es bedarf keiner gärtnerischer Fähigkeiten von dir. Aber halte bitte nach den Hirschen der vier Jahreszeiten Ausschau. Normalerweise kümmern sie sich um den Baum. Unglücklicherweise fand es Bitterkeit lustig, Arroganz anzustiften, sie freizulassen. Wenn du die Hirsche auf deinen Reisen findest, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir hilfst, sie nach Hause zu bringen. Ich würde eins meiner Eichhörnchen darauf ansetzen, aber sie sind mit ihrem Futter beschäftigt. Das liegt wohl daran, dass es das Beste in den neuen Welten ist, nehme ich an. Wir haben diese Hirsche gesehen. Großartig, dann brauchst du etwas Futter. Sobald du sie gefunden hast, sollte das Futter sie beruhigen. Dann wird einer meiner Geister sie hierher führen. Und bitte isst das Futter nicht. Keine Angst. Bitterkeit fragte mich, ob ich zu feige sei, sie freizulassen. Ich bin aber in der Tat in keinster Weise feige. Also hatte ich, wie ihr seht, keine Wahl. Ja, natürlich. Was hättest du auch sonst tun können? Das wäre ein ganz harmloser Scherz, wenn Fimbul Winter sie nicht von ihrer Rückkehr abhalten würde. Und jetzt sind sie verstreut und niemand weiß wo. Das war's wert. Und? Hast du diese Lindwürmer gefunden? Nein, fehlen noch zwei. Eine Sache wüsste ich gern. Offensichtlich ist es Zeit, über mich zu reden. Tun wir ganz sicher nicht. Was? Warum nicht? Du magst es, meine Erfolge zu belächeln? Verzeih Arroganz, bitte. Er wurde leider mit den Jahren nur lauter. Und warum auch nicht? Ich kümmere mich ganz allein um den Weltenbaum. Ohne meine Wenigkeit würden die Welten von den Zweigen abfaulen, bevor ihr Undankbarkeit sagen könntet. Er hat aber recht. Dich allein um den Weltenbaum zu kümmern, ist nicht leicht. Natürlich hat er recht, Mimir. Aber sich selbst zu loben, ist so unbeholfen, oder? Und wer würde mich sonst loben? Und deine Frage war? Oh. Ich habe sie vergessen. Hervorragend. Bis nächstes Mal dann. Okay. Arroganz ist auch wichtig. Wohlan, lasst euch nichts zustoßen. Nein. Darf ich jetzt das Ding so mitnehmen? Das Gespräch ist zu Ende. Verschwinde. Ja, jetzt da. Ach, ich war zu dicht. Ich habe aber erst einen Hirsch gesehen. Wichtige Gegenstände, Yggdrasil-Blätter. Für die Hirsche der vier Jahreszeiten. Gut. Sehr schön, kann ich hier wenigstens noch weitermachen. So, dann muss ich zurück nach Vanaheim. Das ist Alfheim, natürlich. Das ist Svartalfheim. Das ist Vanaheim. Heims. So, zu dem Tor da. Da müsste der Herr stehen. Da ist auch der Blitz. Gut, ich hatte gehofft, dass wir nochmal zum Krater gehen. Da wären noch ein paar Dinge zu klären. Es gibt bestimmt noch mehr gefährliche Bestien mit wertvollen Ressourcen. Genau. Und was noch? Ich denke, es gibt noch mehr Geister, die den Konflikt miterlebt haben, der ihr Zuhause zerstörte. Nichts dagegen. Und ich glaube, auch für die Drachenschuppenrüstung bekomme ich die Ressourcen, um das abzudaten, nur dort. Dann könnte man die Rüstung sogar auch schon auf Maximum bringen. Einfach damit man mehr Auswahl hat an Rüstung. Mal gucken. Oder für die letzte Stufe brauche ich bestimmt immer diese Glut aus Müspelheim. So, den füttern wir hier erstmal.
Schönes Tier. Aber auch durch den Winter kommen sie nicht zurück zum Baum, ne? Der Winter echt bringt alles durcheinander. Ganz genau, wir haben mehr Futter zu Hause. Komm schon. Ich muss sagen, es gefällt mir, dass wir den Hirschen nach Hause helfen. Ich hatte schon befürchtet, wir müssten sie töten. Ja. Nee. Du hattest schon vor, ihn zu töten, wenn er angreift, oder? Ja. Ich wusste, dass er das sagen würde. 4 Hirsche gibt es also, okay. So, hier können wir nicht weiter. Können nicht zum Blitz hin. Dann haben wir aber jetzt hier in der Ecke bei Nacht alles ganz gut. Alles ganz gut abgegrast. Wobei, da muss ich jetzt noch weitergehen. Und unten, wo diese Gifttür ist. 3 gibt es hier. Wahnsinn. Ah, das ist diese Tür. Mhm. Ich höre eine Echse, die ich nur von hinten angreifen darf. Und perfekt steht sie hier auch. Weißt du was? Was? Als Thorin mich herumführte, brachten uns seine Raben nach Svartalfheim und ich habe Dürlin gesehen. Er hat wirklich versucht, seine Arbeit zu machen. Wir taten so, als würden wir uns nicht kennen. Zumindest glaube ich, dass er so tat. Richtig. Der Punkt ist, Odin schien nicht zu wissen, dass Dürlin uns bei der Suche nach Tyr half. Weil Dürlin auch genau weiß, was er tut, um nicht entdeckt zu werden. Bin mir aber nicht sicher, ob das gegen Odin klappt. So, da runter, dann war da diese Gifttür. Da musste ich nochmal nachgucken, wie man da weiterkommt. Ne, nicht hier runter. Hier runter. Ich sag ja, immer schön merken, wo man war. Und wo man noch hin möchte, hier in diesem Gebiet, ey. Aber ich find's cool, das Gebiet hier. Sehr abwechslungsreich gestaltet. Gift ist natürlich noch an. Solange die Seidel-Barriere steht, kommen wir nicht rein. Die steht aber da hinten. Aber wie soll ich... Ich hab bisher noch keinen anderen Weg gefunden dahin, ne? Ich muss das Totem da hinten zerstören. Oder das da. Von da kommen wir auch nirgends hin. Kann ich, wo ich bei der anderen Stelle war? War da auch eine Tür oder konnte ich da frei auf das Ding gucken? Kann ich das vielleicht von oben hier wegballern oder so? Das war hier, ne? 3 genau. Legendäre Waffen. Ist deine am liebsten, Vater? Nein. Sie sind Hilfsmittel für bestimmte Aufgaben. Eine Vorliebe wäre bedeutungslos. Naja. Ich mag die Axt. Ich auch. Ich mag die Axt auch. Das da? Ah, guck mal, das kann man hier machen. Wir ins Wiedergängerinnenlager. Wiedergängerlager, okay. Hier liegt aber nichts mehr, ne? So einfach, einfach da die Axt nochmal reinschmeißen. Wiedergängerlager, hört sich nicht so gut an. So einfach und doch so ein langer Weg. Nur nicht aus Versehen jetzt die Axt zurückrufen. Dann muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Erst das Tor öffnen, dann die Axt rufen. Und die Nornentruhe. Okay. Geht's dir gut? Nein. Mach dir um mich keine Sorgen. Die werden auf jeden Fall von diesen Dingern geheilt. Links von dir! Von links! Weg da!
Links von dir! Der explodiert, glaube ich. Pfeilwechsel! Blöde Giftangriffe, ey. Wieder rot. Gleich knallen. Und die Zeit verlangsamt kurz. Wegen dem Parry. Das ist ganz cool. Was machen diese Seder hier? Manche Waren wandten sich dunkler Magie zu, um sich gegen die Asen zu verteidigen. Das führte zu Konsequenzen. Mhm. Wie funktionieren diese Runen hier? Einfach zerstören. Eins von drei Siegel zerstört. Das Feuer ist auch an. Truhe freigeschaltet. Sehr schön. Zwei von fünf Hörnern. Was steht da? Keine Ahnung. Entschuldigung. Entschuldigung, es tut mir leid, 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 es tut mir leid. Wenn, dann wird alles vorgelesen. Toll. Irgendjemand tut hier was Ordentliches, ganz gehörig leid. Geräusche, die ich höre, ist aber kein Rabe, ne? Atreus. Ja. Ich habe Dürlin auch nochmal gesehen. Mhm. Als der Speer geschmiedet war, tauchte Odin auf, mit Dürlin im Schlepptau. Er bedrohte ihn, als ob er wüsste, dass ich ihn kenne. Aber wenn Odin es wusste, dann haben wir so getan, als würden wir uns nicht kennen. Und er, als würde er uns nicht durchschauen. Richtig. Oh, er ist ein guter Lügner. Ach was. Ach was. Na klar ist Odin ein guter Lügner, ey. Großer Lügner und Manipulator auf jeden Fall. So, was fehlt mir jetzt hier noch alles? Nordentruhe, noch eine. Wissen, noch vier? Uiuiui. Ein Rabe. Iktaril-Risse, noch zwei. Drachenjagden, aber auch noch ein Drachen. Epische Jagden nochmal. Und Kriegsopfer. Und Jahreszeitenhirsche. Zwei. Okay. Ganz schön was los hier, ey. Ganz schön viel zu tun. Um hier die 100% zu erreichen. So, jetzt kann ich da hinten lang gehen, wo ich jetzt bei Nacht noch nicht war. Hier nicht. Ich will nämlich gerne da hoch. Das ist auch noch eine Nordentruhe, oder? Ist das da nicht blau, das Ding? Ja. Hier konnte ich ja nicht durch. Oder war ich bei Nacht schon mal hier? Ja. Nee. Muss ich von der anderen Seite öffnen. Bei Tag und Nacht zu. Hier hinten. Rechts ist er jetzt offen, ne? Da war ja die tagsüber die Barrieren. Brauche ich Lebenspunkte? Jo. Da, das Tor ist jetzt offen. Da zum Weltenriss muss ich auch. Da komme ich dann da hinten rum, ne? Da war ja auch noch so eine Barriere.
die jetzt auch offen sein muss, dass ich dann da in die Höhle vielleicht komme. Okay. Viele von denen. Wie sieht's hier aus? Da kommt man so schon rüber. Okay, zur Höhle komme ich so schon von dieser Seite hier. Kein Rabe zu sehen. Gleich knallt! Das war einfach. Das ist der andere Bereich, wo diese Tür zu ist, dass ich da noch irgendwie anders hinkommen muss. Wie komme ich da rauf? Von hier aus auch gar nicht? Ist ja krass. Noch einer dieser geheimnisvollen Kristalle. Da ist ein Seil gespannt. Und da hier rüber. Aber rutsche ich von da dahin oder rutsche ich von da aus hier rüber? Weil irgendwie muss man ja hier hochkommen. Ist schon verwirrend. Okay, gehen wir erstmal hier hinten gucken, durch die Höhle. Mal gucken, vielleicht komme ich da auch irgendwie da hinten oben noch hin oder sowas. Leute, es gibt noch viel zu finden hier im Krater. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage wie immer ciao bis zur nächsten Folge. Und danke für den Daumen nach oben. Bis dann, ciao, ciao.